Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Kerzen-Duftwachs-Video. Ich habe das erste Mal bei Bea's Wax Bakery bestellt. Das ist eine liebe Duftwachsgießerin, die einen eigenen Online-Shop hat. Und ja, bei ihr kann man sich verschiedene Düfte kombinieren. Von einer wahnsinnig langen Duftölliste kann man sich immer verschiedene Düfte kombinieren. Man kann aber auch die einzeln nehmen. Die sind auch so schon komplex. Und deswegen habe ich da einfach mal ausprobiert und mir die ganzen Duftöle mal angeschaut, die ganze Duftliste, konnte mich auch da kaum entscheiden, habe mich dann aber schließlich, ich glaube, für 7 oder 8 Düfte entschieden und man kann sich dann auch die Förmchen und die Farben aussuchen, habe ihr da ziemlich aber so freie Hand gelassen, weil ich mich einfach überraschen lassen wollte. Und sie hat mir auch so ein paar Goodies noch dabei gelegt und da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es ein sehr, sehr persönlicher und herzlicher Kontakt ist. Also selbst bei den Bestätigungsmails, die man bekommt, ist immer eine persönliche Nachricht dabei und man hatte wirklich das Gefühl, dass sie sich freut über die Bestellung und dass sie da wirklich ihr Herzblut mit reinlegt. Und mir ist da halt auch ein kleiner Fauxpas passiert. Ich habe mir, glaube ich, 7 Düfte bestellt, aber 8 Duftrichtungen hingeschrieben, also für 7 nur bezahlt und 8 Düfte habe ich hingeschrieben und ist mir dann aber erst aufgefallen, als sie mir das geschrieben hat und sie hat mir den Duft dann aber trotzdem gegossen und mir den sozusagen geschenkt und das fand ich so unglaublich lieb, mir war das so unangenehm. Aber das hat sie mir dann zusätzlich zu dem Goodie-Tütchen noch geschenkt. Und also vielen lieben Dank, liebe Bea. Falls du das hier siehst, vielleicht gebe ich dir einfach den Link per Mail als Dankeschön dafür. Ja, ich zeige euch einmal, wie der Karton aussieht. Ich habe den Karton bereits geöffnet, habe auch schon dran geschnuppert und habe immer wieder sie angeschmachtet, weil sie so wunderschön aussehen. Also es ist jetzt kein Live-Unpacking und ich rieche auch jetzt nicht das erste Mal dran, aber das sollte in Ordnung sein für euch. Ich war einfach nicht in der Lage zu warten und hatte in dem Moment einfach keine Zeit und keine Lust, ein Video zu drehen. Deswegen ist es jetzt ein paar Tage später, aber hier sind die tollen Düfte. Oh, und es riecht schon so wunderschön. Ja, wir fangen einfach mal an mit einem Duft, den sie auch in kleineren Pröbchen in ihren Shop hatte. Und zwar ist das hier in so einer kleinen Dose. Und das ist der Geruch, sieht man hier kaum, ne? Spring in Amsterdam. Darunter ist dann immer noch geschrieben, wann der gegossen wurde, weil die ganz frisch, die Düfte, wenn die ganz frisch sind, sollten sie noch ein bisschen liegen, um ihre perfekte Duftabgabe zu erhalten. Aber jetzt, den könnte ich jetzt auf jeden Fall schon aufbrauchen. Ja, und es ist immer so wunderschön verziert mit Glitzer und Steinchen und so weiter. Ja, und dieser Duft riecht einfach passend jetzt zum Frühling, zu Ostern, zum Sommer, riecht tatsächlich nach Tulpen, nach wunderschönen, aufblühenden Tulpen. Also ich rieche da nichts anderes raus. Ich bin sonst nicht so der Blumenduft-Fan, aber ich finde, Tulpen haben irgendwie auch noch so ein bisschen was Süßliches an sich. Und deswegen mag ich den ganz gerne und deswegen habe ich den mitbestellt. Als nächstes habe ich mir einen Duft ausgesucht aus der Ölliste, auf der Duftölliste, wo man sich dann halt seine eigenen Düfte zusammenstellen kann. Und das sind dann, geht immer ab 100 Gramm los. Natürlich ist es zum Probieren schöner, wenn man kleinere Pröbchen hat, aber da sie das nun extra für einen selbst gießt, wenn man sich das bestellt, kann ich das schon verstehen, dass es erst ab 100 Gramm losgeht, damit sich das überhaupt lohnt für sie, das Ganze zusammen zu gießen. Und diese Duftrichtung ist nämlich Coconut Milk Lavender. Und ich hatte von ihr schon in einem Tauschpaket von der lieben Sarah Sophie Lavender Vanilla. Und ich muss sagen, dass es sehr, sehr ähnlich riecht. Ich finde auch nicht, dass dieser Lavendel sehr krautig ist, sondern was sehr, sehr Weiches hat. Es ist natürlich auch die Kombination. Ich kenne jetzt den Lavendelduft von ihr nicht rein und pur, weil ich ihn bisher nur einmal mit Vanille und jetzt einmal eben mit Coconut Milk zusammen
Aber ich finde dieses, es riecht eher nach einer Lavendel-Body-Lotion. Was ich so ein bisschen schade finde, ist bei diesem Duft jetzt, also er gefällt mir sehr, sehr gut. Er hat was Süßes, was Cremiges und was Beruhigendes durch den Lavendel. Aber ich finde, er riecht sehr, sehr ähnlich wie Lavender-Vanilla. Also ich rieche hier die Kokosnuss nicht raus. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber er riecht auf jeden Fall toll und ich glaube, dass man den auch sehr gut mit anderen Düften kombinieren kann. Und um euch das mal zu zeigen, das sind jetzt Brittles, nennt man das, glaube ich, so zerstoßene so Ecken. Es war dann mal so eine Tafel und die hat sie dann einfach durchgebrochen und dann auch wunderschön verziert. Ja, das ist die eine Form und der eine Duft, den ich mir ausgesucht habe. Gott, es war echt unglaublich schwierig, sich zu entscheiden. Dann habe ich wieder den sie als kleinere Portion in ihren Shop angeboten hatte, wo sie dann nicht extra für mich gegossen hat, sondern schon was vorrätig hatte, war dieses hier und das ist Spring Melody. Und das sind so zwei kleine Blüten. Zeige ich euch auch nochmal. Das ist so ein wunderschönes sommerliches Gelb, auch mit Glitzer verziert. Und das ist ein sehr, sehr fruchtiger Geruch nach Melone und Maracuja, glaube ich. Also man riecht diese weiche, fruchtige Melone sehr raus, aber auch so ein bisschen was Spritziges von der Maracuja. Also ein sehr, sehr sommerlicher Duft und der gefällt mir unglaublich gut. Dann wieder ein Duft, den ich mir extra bestellt habe, den sie extra für mich gegossen hat. Und zwar ist das Oatmeal Milk and Honey. Also ein Haferflocken, Milch und Honigmix. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner, weicher, warmer, süßer Duft. Also man riecht tatsächlich Milch und Honig sehr gut raus. Und Oatmeal, ich finde, da riecht man so ein bisschen noch so ein bisschen mandelig. Also irgendwas Nussiges, leicht Marzipaniges, aber nur ganz leicht, also eher so Mandelmilch. Ist aber sehr dezent. Ich glaube, da könnte man zwei von diesen Muscheln reintun. Ich zeige euch die auch nochmal, die Form. Das sind so kleine Muscheln mit Glitzer. Ja, auch der gefällt mir sehr, sehr gut. Dann habe ich wieder eins aus ihrem Shop und wieder eine kleinere Portion. Und zwar ist das All the Lights. Das sind so wunderschöne Röschen. Und zwar in so einem Farbverlauf. Oben sind sie heller und unten. Ja, leider blendet das ein bisschen so, aber ihr könnt es euch vielleicht vorstellen. Und das ist ein schöner Vanilleduft. Eigentlich rieche ich da Vanille, aber es ist eher so eine edle Vanille, keine naschige Vanille. Naschig gibt es das Wort. Also keine foodige Vanille, sondern eine etwas parfümige, edle Vanille. Und es ist sehr, sehr dezent. Also es könnte eigentlich ein bisschen stärker sein. Ich glaube, auch da müsste ich zwei Rosen reinlegen. Aber zum Probieren ist das natürlich perfekt in so einer kleinen Größe. Also da freue ich mich. Das ist auch ein sehr, sehr sanfter, weicher Duft durch diese Vanille. Aber es hat eben nichts nach einem Vanillepudding oder so, sondern ja, ist so leicht parfümig auch. So, greifen wir mal weiter rein. Ja, die gleiche Form, nur andere Farbe, ist hier Strawberry Cashmere. Den habe ich mir wieder bestellt. Und ja, das soll halt nach Erdbeere, aber auch nach, ja, wie der Name schon sagt, nach Kaschmir. Also so ein bisschen, also jetzt nicht hauptsächlich fruchtig. Und so riecht es, also ich finde, es riecht tatsächlich nach einem Duschgel, nach einem Erdbeer-Duschgel oder nach einer Bodylotion. Aber eher nach einem Duschgel, weil da noch so was Frisches drin ist. Also, das ist jetzt nicht vordergehend fruchtig und lecker, würde ich es jetzt nicht bezeichnen, sondern einfach sehr, sehr ja, sauber, frisch und erdbeerig, ohne stechend zu sein, weil es halt auch irgendwas Sanftes hat. Das ist eher so ein cremiges Duschgel. Auch sehr, sehr schön, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass der in diese Richtung riecht. Also auch sehr, sehr schön.
Dann habe ich hier Bedtime Baby mir bestellt. Das soll so ein schöner Schlafzimmerduft sein. Und da konnte ich mich nicht entscheiden. Da gab es nämlich mehrere. Da gab es, glaube ich, noch Lalelu und noch einen dritten, zwischen denen ich mich entscheiden konnte. Aber ich habe mich jetzt erstmal für Bedtime Baby entschieden. Und da zeige ich euch auch mal die Förmchen. Und ja, und zwar sind das so kleine Engelchen. Süß, oder? Ja, und da passend das lila Wachs, weil da ist nämlich Lavendel drin. Und diesmal so ein bisschen was krautiger und es ist, glaube ich, auch Kamille drin, aber es ist nicht zu krautig. Es hat auch was Beruhigendes, was Cremiges, irgendwas ist da noch mit drin. Dass es nicht irgendwie zu krautig ist, sondern irgendwas Beruhigendes und Sanftes und Cremiges noch drin hat. Den freue ich mich auch schon, irgendwann abends anzumachen. Also. Der ist auch sehr, sehr schön. Es ist auch sehr, sehr schwierig, jetzt sich zusammenzureißen in den letzten paar Tagen, weil man halt eben noch ein bisschen ein paar Wochen warten soll, bis man sie verduftet. Aber jetzt habe ich es bald geschafft. Jetzt sind die 2 Wochen fast rum. So, wieder ein paar Muscheln und das ist auch einer meiner Favoriten tatsächlich. Und zwar ist das Tea in Notting Hill und Sugar Milk. Das ist auch der erste und einzige, den ich tatsächlich kombiniert habe. Das andere waren alles Öle, die es bereits gibt. Und man kann ja bis zu 3 Duftöle miteinander kombinieren. Und hier habe ich es das erste Mal gemacht. Aber da ich alle Duftöle so komplex alleine schon von der Beschreibung fand, dachte ich, ich möchte sie erstmal pur riechen. Und wenn man dann irgendwann so ein bisschen die Düfte kennt, dann kann man irgendwann kombinieren. Aber hier dachte ich, passt es ganz gut. Und zwar ist es einmal eben schwarzer Tee, der so ein bisschen mit Zitrone gemischt ist und Sugar Milk. Und da man ja schwarzen Tee ja auch mit Milch zusammen trinkt, dachte ich, das probiere ich einfach mal aus. Es riecht überhaupt nicht, finde ich, nach schwarzem Tee mit Milch. Aber der riecht so unglaublich gut. Also ich finde diese Kombination so cool. Ich zeige euch einmal nochmal die Förmchen. Das sind halt hier so rosa Muscheln diesmal. Und ich finde durch diese Zitrone, die in diesem schwarzen Tee drin steckt und jetzt zusätzlich mit der Milch, riecht es 1A nach super leckerer Fruchtbuttermilch, nach Zitronenbuttermilch. Oh, das riecht so lecker, so erfrischend und trotzdem, mir läuft richtig das Wasser im Mund zusammen. Ja, hat einfach diese Säure von den Zitronen, aber halt auch diese, ja, dadurch diese Kombination riecht es wirklich wie Fruchtbuttermilch und ja. Ich rieche da jetzt nicht den Tee raus, aber ich habe das jetzt auch noch nicht warm getestet. Da kann natürlich auch noch mal andere Noten rauskommen. Aber das ist wirklich mit einer meiner Favoriten in dieser Bestellung. Obwohl ich muss sagen, dass ich tatsächlich nur einen Duft gar nicht mag und der war bei den Pröbchen mit dabei. Und das ist ja dann nicht so schlimm. Und die anderen mag ich alle mit verschiedenen Abstufungen, aber ich mag sie tatsächlich alle. Ja. Dann wollte ich unbedingt einen Bananenduft haben. Es gab aber mehrere Bananenduftöle und dann dachte ich mir, ja, welchen nehme ich denn jetzt? Ich habe dann aber mich für Banana Buttercream entschieden. Ich dachte, das wäre so ein bisschen, vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung Bananenpudding oder Bananenshake. Aber er geht tatsächlich in eine andere Richtung. Trotzdem finde ich ihn cool. Und zwar zeige ich euch erstmal die Förmchen, weil ich glaube, die Förmchen finde ich mit am coolsten. Und zwar sind das Eulen und dann auch noch gelbe Eulen. Ja, die finde ich super cool. Ja, also es riecht nicht nach authentischer Banane, das muss man wissen. Es riecht nach künstlicher Gelee-Banane, nach diesen ja, Süßigkeiten, aber ohne der Schokolade. Ja, also es riecht wirklich nach dieser Süßigkeit. Sehr, sehr süß und sehr künstlich, aber trotzdem finde ich den toll, weil der mich so ein bisschen an Kindheit erinnert, weil wir diese Zucker Soft-Bananen immer im Kiosk gegessen haben. Also wenn man jetzt die ganze Nase reinsteckt, ist es ein bisschen zu viel. Da bekommt es auch irgendwas Stechendes. Also da werde ich dann vorsichtig portionieren. Aber ja, sonst ist das ein toller Süßigkeitenduft. Ja, freue ich mich drauf. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal die anderen Bananendüfte von ihr probieren. Ich glaube, da war auch irgendwie noch Bananenbrot mit dabei und noch irgendwie eine Mischung mit Kiwi oder so. Mal gucken, ob es da denn auch noch ja, so
als Alternative so einen natürlichen Bananenduft gibt. Also ich mag ja auch von, war das von Goose Creek, der Banana Pudding? Den mag ich ja extrem gerne, der so nach Bananenshake eher duftet. Aber ich mag den auch sehr. So. Ah ja, hier habe ich noch einen, den musste ich ein bisschen in eine Tüte tun, weil da ist mir die, also in eine andere Tüte tun, weil da ist mir die Plastiktüte ein bisschen aufgerissen. Und zwar ist das Pink Peppermint. Ich wollte unbedingt auch noch einen Pfefferminzduft, weil ich einfach Pfefferminzdüfte sehr, sehr mag. Und gerade so im Sommer finde ich die immer wunderbar kühlend und kann man auch wunderbar irgendwie mischen mit anderen. Und da habe ich passend in Mintfarben solche kleinen Donuts bekommen, auch mit wunderbaren, teilweise lila und teilweise grünen Monden drauf. Ja, und der riecht richtig stark nach Pfefferminze und sehr, sehr süß. Und ich finde, der riecht 1A nach diesen Schokolinsen, nach diesen rot, nee, rosa-weißen Schokolinsen. Aber wirklich nur von außen. Also es riecht nicht nach Schokolade. Ja, sehr, sehr lecker. Ich weiß nicht, Pink Peppermint war da nicht noch irgendwas, in der Beschreibung war noch irgendwas Fruchtiges mit dabei, irgendwie Erdbeere oder so. Das rieche ich gar nicht. Ich rieche hier wirklich nur Zucker und Pfefferminze. Und noch ein bisschen was Vanilliges. Also das ist jetzt nicht so irgendwie Pfefferminz-Kaugummi. Das finde ich nicht, weil diesen Duft mag ich auch gar nicht so gerne. Pfefferminz-Kaugummi. Ja, sehr, sehr lecker. Das ist auch einer, den ich schon ausprobiert habe in Kombination mit Schokolade. Das wollte ich einfach mal ausprobieren und das hat auch sehr gut gerochen. Also auch den mag ich sehr, sehr gerne. Da muss ich mir aber noch mal was einfallen lassen. Ich habe ihn jetzt in diese Goodie-Tüte reingetan, damit er erstmal geschützt ist. Ja, möchte ich euch auch einmal zeigen, die Goodie-Tüte. Da waren nämlich so die kleinen Krötchen noch drin. Da steht drauf, liebe Ramona, vielen Dank für deine Bestellung. Ganz viel Freude mit deinen neuen Schätzen. Und genau sowas finde ich halt einfach schön, wenn es persönlich ist. Es ist per Hand geschrieben, es ist mit meinem Vornamen. Sowas macht einfach Spaß, sowas dann auch noch zu bekommen. Ja, jetzt haben wir noch einen Duft, den ich mir gießen lassen habe. Und dann kommen noch halt eben die Goodies, die Pröbchen. So, den letzten, den habe ich mir aufbewahrt, weil das mein Highlight ist, mein Liebling tatsächlich. Und zwar ist das passend jetzt zu Ostern, habe ich mir den Funny Bunny bestellt. Und ich meinte, das war in der Beschreibung, ich kann mich kaum erinnern, irgendwas Fruchtiges, aber auch Kuchiges. Das Kuchige rieche ich hier jetzt nicht raus, aber es ist ein unglaublich schöner Duft. Und ich finde auch die Mails total schön. Ich zeige euch die mal. Das sind so Tatzen, so ein bisschen größer, auch mit Glitzer natürlich. Oh, der ist so, so schön. Ja, also er riecht nach Pfirsich, nach Erdbeer, nach Sahne, nach Vanille, so ganz, ganz, also süß, süß, fruchtig, sahnig. Also was Kuchiges riecht da jetzt nicht unbedingt. Vielleicht ist es so ein bisschen diese leichte Vanillenote. Aber das ist so, passt alles so perfekt zusammen. Und ich finde es auch nicht zu süß. Das ist so, ja, es riecht so ein bisschen nach Pfirsich und Erdbeer, Fruchtzwergen mit Vanille gepaart. Also das ist wirklich mein Favorit aus dieser Bestellung. Neben den schwarzen Tee mit Sugarmilk, also diesen Buttermilch-Zitronenduft. Ja, jetzt kommen noch die Goodies, die Pröbchen und das waren auch einige. Also da war ich richtig überrascht, dass sie mir noch so viele Pröbchen dazu geschickt hat, obwohl sie mir diesen einen Duft geschenkt hat, den ich nicht bezahlt habe, weil ich aus Versehen mehr angegeben habe. Also ganz, ganz toll. Und zwar habe ich hier ein Pröbchen Pink Sugar und Cotton Candy gemischt. Das sind ja so zwei ja, Klassikerdüfte, die man eigentlich gerne mit anderen Sachen mischt. Pink Sugar ist, glaube ich, süße. Ich glaube, da ist auch irgendwie Erdbeere mit dabei. Und Cotton Candy ist einfach Zuckerwatte, also sehr, sehr süß. Ich hatte jetzt aber gerechnet, dass es noch süßer ist jetzt beim Riechen. Also ich rieche so ein bisschen Erdbeere, ganz wenig und halt sehr, sehr zuckrig. Aber sehr dezent.
bin gespannt, ob man das denn gut riechen kann, so im Raum, weil das ja nur so ein kleines Pröbchen ist. Kann man dann vielleicht eher in kleinen Räumen ausprobieren. Dann kommt der Duft, den ich als einziges tatsächlich nicht mag, und zwar ist das Strawberry Cake Scoop Bread. Also was das jetzt genau heißt, also Cake Scoop kenne ich jetzt nicht, also Kuchenbrot, Strawberry Kuchenbrot. Ich rieche tatsächlich da nur unglaublich künstliche Erdbeere raus. Und noch irgendwas, ich weiß nicht, was da noch dr mit drin ist, aber das ist jetzt die Erdbeere, schon ganz niedlich. Aber das ist mir einfach zu künstlich, zu künstliche Erdbeere. Und irgendwas ist da noch mit drin, was mich unglaublich stört. Also das werde ich irgendwie weiter verschenken, erstmal so in meine Schachtel tun, die ich dann irgendwie in ja, ein Päckchen oder so oder zum Verschenken dann erstmal aufbewahre. Als nächstes habe ich einen Schokoladenduft bekommen, freue ich mich auch drüber. Und zwar ist der zusammen mit Whipped Cream, also mit Sahne, heiße Schokolade mit Sahne gemischt. Das sind wieder so Brittles, so gebrochene Stückchen. Auch sehr, sehr schöne Farbverläufe, finde ich. Und der, oh, der riecht so richtig schön nach Vollmilchschokolade und nach, ja, tatsächlich auch nach Milch und sehr, sehr sahnig. Also ich habe ja den Hot Chocolate von Kringle Candle und ich finde, der ist noch ein bisschen, da riecht man noch ein bisschen mehr die Milch und noch ein bisschen mehr die Sahne. Ich finde, bei Hot Chocolate irgendwie riecht da so ein kleines Ticken muffig. Nun ganz, also ich finde den auch toll, aber den finde ich noch ein bisschen schöner, weil wahrscheinlich irgendwie durch diese Mischung. Da freue ich mich auch sehr. Das ist wahrscheinlich dann wieder Luftessen angesagt, wenn man den anhat. Dann habe ich ein ja, Blumen, Parfüm, Blumen, Duschgel-Duft-Kombination. Und zwar ist das Lilac and Cashmere. Der gefällt mir aber auch sehr gut. Hätte ich jetzt gar nicht so dran gedacht. Das ist so weiß- und lilafarbenes Brittle. Ja, also der ist halt nicht nur blumig, sondern hat wieder so ein bisschen leichten Duschgel oder Bodylotion-Touch durch diesen Kaschmir-Effekt. Und finde ich richtig schön. Es hat auch eine leichte Süße. Ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, zwei haben wir noch. Den nächsten ist Chamomile, also Kamille. Und den möchte ich gerne mischen. Ich glaube, der ist mir sonst pur so ein bisschen zu krautig, zu kräutrig. Ja, also sehr, sehr einfach nur Kamille. Sehr, sehr stark. Den kann man gut mit irgendwas süßen, sanften, weichen noch kombinieren, finde ich. Also da werde ich mir irgendwas einfallen lassen. Den möchte ich aber auf jeden Fall auch probieren. Aber ich glaube nicht pur. Auch hier zeige ich euch natürlich noch mal, wie das ausschaut. Und der letzte, das ist nochmal so ein richtiger Burner. Und zwar mag ich ja auch sehr, sehr gerne Marzipan und bin immer noch nach dem perfekten Marzipan-Geruch auf der Suche. Und hier habe ich wirklich einen Anwärter dafür gefunden. Und zwar ist das Marzipan-Törtchen. Und der riecht so intensiv. Da habe ich meine Nase reingehalten und dachte, wow! Ja, also richtig süße Marzipanmasse. Ich finde, der riecht wirklich genau wie diese Mandelhörnchenmasse, aber auch wieder ohne Schokolade. Aber sehr, sehr stark nach Marzipan und auch sehr süß. Also wirklich wie diese Marzipanhörnchen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das sind so zwei kleine Waffeln. Auch hier zeige ich euch, bevor ich das vergesse. In so einem. Oh, sehr, sehr schön. Also sehr, sehr lecker. In so einem schönen hellbraunen Beige. Ja, das war meine Bestellung bei Bea und ich freue mich sehr darüber, über den Kontakt von ihr, über ihre Liebenswürdigkeit, über ihre Großzügigkeit, über ihres persönlichen Einschübe. Also es war noch so ein kleiner Lolli, nimm zwei Lolli dabei, den ich ja schon verputzt habe. Und war einfach wirklich sehr, sehr schön verpackt. Es ging sehr, sehr schnell mit der Lieferung und
Ja, also ich bin sehr zufrieden und freue mich jetzt darauf, mehreres auszuprobieren. Wie gesagt, meine Highlights waren Funny Bunny und Notting Hill Tea and Sugar Milk oder so. Das sind so meine größten Favoriten, aber eigentlich mag ich sie alle, bis auf diesen einen Strawberry-Duft. Und jetzt zum Abschluss möchte ich euch noch eine Duftlampe zeigen, die bei mir neu eingezogen ist von Candle Warmers. Also es hat jetzt nichts mit Bea zu tun, aber ich dachte, es passt ganz gut jetzt in die, ja, in dieses Video rein, weil ich ja nicht so oft duftende Videos mache. Und ja, Candle Warmers macht ja so ja, elektrische Duftlampen und ich wollte unbedingt auch eine eine haben, wo man große Kerzen runterstellen kann, dass man die nicht anzünden muss, weil ich finde, das dauert immer so lange und ich finde, mit Flamme, man riecht einfach die Flamme. Ich finde, man riecht dieses Verbrannte in dem Duft und deswegen mag ich auch nicht so gerne ja, diese großen Gläser. Die sind natürlich auch zusätzlich auch noch teuer. Und es dauert mir immer sehr, sehr lange. Und von diesen Candle Warmers Kerzen verspricht oder haben viele immer sehr, sehr geschwärmt, dass es so schön schnell geht, dass es so schön sauber ist und dass es so ungefährlich ist, weil es eben ohne Flamme ist. Und da habe ich mir eine wunderschöne rausgesucht. Schaut mal, ist die nicht wunderschön? Also ich fand die so schön orientalisch und trotzdem, weil sie weiß ist, aus Metall, so ein, also sie ist nicht rein weiß, sondern eher so creme farbend und sie wirft natürlich wunderschöne Lichteffekte in den Raum durch diese Muster. Was ich ein bisschen schade finde, ist, also es gibt hier eine Öffnung, die hier oben auch noch so schön verziert ist. Ich fand es gerade schön, dass man die Kerze, wenn man sie reinstellt, auch noch sieht, dass man das so hinstellen kann, weil die Kerzen selbst ja auch mal so schön sind. Und wenn man sie einfach nur so, dann sieht man sie ja kaum. Das würde ich schade finden. Deswegen fand ich das toll, dass hier so eine Öffnung ist und dann auch noch so verziert ist, dass es jetzt nicht so nach hinten aussieht sozusagen. Hier dann auch noch mit diesem Henkel. Ja, aber was schade ist, dass hier gerade das Kabel ist. Das Kabel ist, also eigentlich ist das tatsächlich hinten. Also eigentlich müsste man die so hinstellen, was ich ja eigentlich nicht vorhatte. Und jetzt ist halt das Kabel vorne. Jetzt muss ich gucken, wie ich das mache. Also entweder stelle ich sie doch so hin oder ich versuche irgendwie das Kabel so ein bisschen zu verstecken, wenn ich das ja irgendwie so hinstelle. Aber eigentlich finde ich es so viel schöner, wenn man die Kerze hier vorne eben auch sieht und das Wachs und so weiter. Ja, aber, also hier oben ist die Lampe, die halt die Hitze abstrahlt, sodass das Wachs weich wird in der Kerze und dann den Duft abgibt. Ja, aber ich hatte so einige Probleme mit der, erstmal mit dem Versand hat es einige Probleme gegeben. Gut, da konnte wahrscheinlich die Versenderin nichts dafür, aber das war schon recht nervig. Ich war mir überhaupt nicht mehr sicher, ob das überhaupt noch ankommt. Es hat zwei Anläufe gebraucht und kam nicht an. Irgendwann hat es aber geklappt und dann war ich auch glücklich und wollte es sofort ausprobieren. Erstmal habe ich gesehen, dass hier so eine kleine Macke dran ist und so günstig war die nun auch nicht. Ich glaube irgendwie so um die 30 Euro oder sogar noch ein Ticken mehr. Aber okay, also für sowas gibt man dann auch mal gerne Geld aus. Das ist dann mit Kabel und Kippschalter. Aber das Kabel ist auch relativ kurz. Ja, aber alles kein Problem, damit habe ich gerechnet. Aber es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe die Lampe drunter gestellt und man, ja, habe gewartet und auf die Uhr geguckt und wollte dann schauen, wie lange es dauert, bis das oben alles flüssig ist. Und es hat gedauert und es hat sich nichts getan. Und es waren 2 Stunden, es waren auf einmal 3 Stunden. Ich dachte, das gibt es doch nicht, weil die Kerze war auch noch relativ voll. Also der Abstand war jetzt gar nicht so viel, dass jetzt das Wachs bis hier unten war. Dann hätte ich es mir noch vorstellen können, dass das ja ein Kriterium ist, warum das ein bisschen länger dauert. Ja, dann habe ich die Verkäuferin und gefragt und ja, was man da machen kann. Sie meinte, ja, probier mal die Birne zu wechseln. Also es kam noch eine Birne mitgeliefert zum Auswechseln, was ich toll fand, dass es noch einen Ersatz gab. Aber das war leider nicht der Grund. Also es hat trotzdem nicht funktioniert. Dann habe ich die liebe Sarah Sophie angeschrieben, ob sie sich damit auskennt. Sie hat allerdings eine Lampe, wo der Abstand ein bisschen geringer ist zur Kerze und hat mir dann geraten, etwas drunter zu stellen, dass die Kerze ein bisschen höher steht. Ja, das hat erst auch nicht geholfen und dann habe ich noch größere Sache darunter gestellt und dann war die Kerze aber fast
obendran und es soll ja eigentlich nicht zu sehr obendran sein, damit jetzt nicht das Glas springt oder so. Aber ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht von dieser Lampe, weil wenn ich da jetzt was drunter stellen will, das sieht natürlich dann auch ziemlich blöd aus, wenn ich da einfach irgendwas drunter stelle und die Kerze dann hier oben schon fast anstößt. Und ja, also wenn ihr da irgendwie einen Tipp habt für mich oder ob ich irgendwas falsch mache oder was weiß ich, dass es normal ist, aber es hat wirklich erst funktioniert, als ich da was ganz drunter, also was viel, viel drunter gestellt hat, sodass die Kerze fast bis an die Lampe schon ranging, was ja eigentlich laut Beschreibung gar nicht sein soll. Und ja, nach dem ganzen Versandgedöns und dass das dann nicht funktioniert hat, ich bin sehr enttäuscht. Und ich würde es am liebsten zurückschicken, aber ich habe jetzt auch irgendwie keine Lust, mich da noch mit auseinanderzusetzen. Jetzt finde ich halt einfach, dass es ein schönes Deko-Element ist und aber trotzdem, eigentlich bin ich sehr enttäuscht und es hat halt nichts gebracht, diese Lampe auszutauschen. Ja, vielleicht habt ihr doch noch irgendwie einen Tipp für mich und könnt sagen, woran das liegen könnte und was ich da machen kann und ob ihr das vielleicht auch habt oder ob ihr vielleicht sogar das gleiche Modell habt. Und ob ihr da auch Probleme seht oder ob das bei euch nicht so ist, das würde mich schon interessieren, ob das bei mir irgendwie eine Ausnahme ist oder ob das generell einfach so ist. Ja, das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt mir natürlich gerne schreiben, was ihr von Bea's Wax Bakery so hält, ob ihr da schon mal bestellt habt und was da euer Lieblingsduft ist, den ich mir dann vielleicht beim nächsten Mal gießen lassen muss, unbedingt. Und ja. Das würde mich alles interessieren und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine schöne duftende Zeit und wir sehen uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.